Was sieht man hier, was ich hier noch gefunden habe? Ein schönes Stück Eisenstahl. Was mache ich damit? Ich baue am Winnetou seinen Tomahawk noch. Die Silberbüchse habe ich ja schon. Dann wird es dieser wohl werden. Neues Projekt. So, ich habe jetzt eine Schablone gemacht, nach dem Vorbild abgezeichnet. Es passt also von der Größe. Das Ganze muss jetzt herausgeschnitten werden. Dazu werde ich den Plasmaschneider nehmen. Das Mittel meiner Wahl. So, ausgeschnitten mit dem Plasmaschneider. Ich möchte mal wissen, wie der Winnetou das gemacht hat. Bei mir ging es auf jeden Fall schneller. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zunder. Das Blatt ist jetzt im Schmiedefeuer. Geht's los. Ein paar Zierschläge drauf. Sagen wir, was die Qual ausschaut. So, jetzt verpassen wir dem Blatt noch ein bisschen einen Schliff.
So, die Klinge noch mal kurz angelassen, dass die Härte noch ein bisschen rausgeht. Jetzt ist es gleich fertig. Endschliff. Jetzt kommt das Einstielen. Beim Original kommt jetzt noch eine Eiseneinfassung oben rüber. Fast fertig. So, jetzt wird ein bisschen genietet. Einmal frei. So, jetzt wird das Ganze noch mit nassem Leder eingebunden. So, jetzt ist es endgültig fertig. Meine 1:1 Replik von Winnetous Tomahawk oder allgemein von den Tomahawks, wie sie in den Karl-May-Filmen verwendet wurden. Ich habe Werkzeug verwendet, modernes Werkzeug dazu, um das zu bauen. Das wäre anders auch gegangen, aber ich wollte ihn belastbar und stabil machen, dass man das Teil auch benutzen kann. Die Klinge ist geschmiedet. Oben ist eine Metallanfassung, hier unten. Und die Klinge wurde so in dem Eibenstiel verankert, dass es auch belastbar ist und dass man es auch hernehmen kann. Also nicht nur eine Requisite, sondern auch ein funktionierendes Teil. Das war's. Ein paar Stunden Arbeit.